Ich habe ein kleines Souvenir von meiner Katze in meinem Koffer gefunden. Bin angekommen. Ja, also das Hotel ist ganz, also es ist modern und neu, alles auf jeden Fall schick. Die Katze hat mir eins ihrer Spielzeuge in den Koffer gelegt. Die Katze. Ja, das habe ich gerade gefunden. Welches denn? Dieses pinke, ich schicke dir gleich ein Bild mit dem Fussel hinten dran. Oh nee, das ist ja eins ihrer Lieblings. Gut, ich werde mich jetzt erstmal hier einleben. Ich bin extrem kaputt gerade irgendwie. Dabei habe ich heute gar nicht so viel gemacht, aber ich meine, so eine Fahrt ist natürlich auf irgendeine Art und Weise schon anstrengend. Ich habe jetzt aber noch einiges zu tun. Ich muss mein Video noch schneiden für morgen. Das WLAN hier ist katastrophal und ich weiß nicht, ob ich das hier hochgeladen bekomme. Ich hoffe, dass ich es hier oder in der Lobby unten hinkriege. Und wenn nicht, dann muss ich mal gucken, ob ich irgendwo ein Internetcafé finde und das morgen Mittag oder so mache. Keine Ahnung. We will see. Und dann muss ich noch ein bisschen Text lernen und vorher mir vielleicht noch was zum Abendbrot holen. Das ist jetzt mein Plan für heute. Und Leute, es gibt eine Badewanne und die werde ich mit großer Sicherheit heute Abend benutzen. Ja, so ist das mit mir. Wenn ich eine Badewanne sehe, muss ich immer sofort in den nächsten Drogeriemarkt rennen und mir irgendwelches Badesalz holen, damit ich dann so eine richtig schöne Relaxing-Session machen kann. Tatsächlich habe ich mir auch extra noch eine Kerze gekauft, damit es richtig schön entspannt und cozy ist. Dabei hatte ich sogar eine Kerze eingesteckt von zu Hause, also ich war doppelt und dreifach ausgestattet und habe mir dann einfach auch noch ein bisschen was zu essen geholt bei einem Snack-Imbiss im Bahnhof und einfach meinen Abend ganz entspannt ausklingen lassen. Ich will ja zu den Füßen dieses starken Engels Gott noch einmal danken. Nicht dem Mann. Der Mann will keinen Dank. Will ihn ebenso? Will ihn so wenig, als ihn der Wassereimer will. Der bei dem Löschen geschäftig sich erwies. Da fiel ich ungefähr ihm in den Arm. Bla 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 bla. Und wenn er denn nun vor mir steht, wenn meiner Wünsche wärmster, innigster erfüllt ist, was dann? Was wird dann an dessen Stelle? Ich war gerade frühstücken unten im Hotel, war ein schönes Frühstück und habe mir einen Ingwer-Zitrone-Tee reingehauen, damit ich mich richtig schön booste heute hier. Und dann mache ich mich jetzt gleich auf den Weg zum Theater, um meinen ersten Probetag mitzumachen. Bin sehr gespannt, bin ein kleines bisschen nervös, weil ich niemanden kenne und weil ich nicht weiß, was wir machen. Und ich habe schon sehr, sehr lange nicht mehr Theater gespielt und schon gar nicht geprobt. Deswegen bin ich jetzt wirklich sehr gespannt, was wir machen. Genau, ich gehe jetzt noch meine Zähne putzen, pack mein Zeug und dann mache ich mich auf den Weg durch die Essener Innenstadt. Ja, das habe ich dann immer davon, wenn ich zu früh bin, weil ich pünktlich sein möchte. Ich bin eine halbe Stunde zu früh. Weil ich auch nicht genau wusste, wo ich hin muss, dachte ich so, naja, gehe ich ein bisschen früher los. Und ja, jetzt stehe ich hier noch eine halbe Stunde. Was gucke ich mir jetzt noch eine halbe Stunde lang an? Es ist jetzt 18 Uhr und in einer halben Stunde ungefähr mache ich mich wieder auf den Weg zur Probe. Im Theater ist es immer so, dass man Früh- und Abend probt, das heißt 10 bis 14 Uhr ungefähr und dann nochmal 18 bis 22. Hier am Theater proben sie von 19 bis 22. Das heißt, intensiv probt man am Tag eigentlich nur ungefähr 7 Stunden. Gar nicht so dramatisch. Aber aus irgendeinem Grund, ich meine, ich bin hier erst seit 2 Tagen. Ich habe gestern nicht gefilmt, das war der erste Probentag.
weil ich da einfach auch das Gefühl hatte, es ist alles ein bisschen viel für mich. Ich muss mich jetzt einfach darauf konzentrieren, dass ich erstmal ankomme und die Probe mache und so. Und ich war auch gestern schon so extrem müde einfach. Und in dieser Zwischenpause, die ich finde wirklich sehr, sehr lang ist, kann ich mich nicht halten. Ich kann dann kurz was machen und dann muss ich irgendwie schlafen. Und heute ist genau das Gleiche passiert, was ich mir eigentlich vorgenommen habe. Heute schlafe ich nicht ganz so lange wie gestern. Und ja, ich habe wieder ewig geschlafen und konnte eigentlich, bin einfach nicht rausgekommen. Es ist Donnerstag, jetzt bestimmt so 14:30 Uhr. Ich bin gerade von der Probe hierher in mein neues Apartment für die nächsten 3 bis 4 Wochen gezogen. Also erstmal habe ich heute Morgen aus dem Hotel ausgecheckt. Dann habe ich meine Klamotten, meinen ganzen Koffer dort gelassen. Bin zur Probe, bin von der Probe ins Hotel, um meinen Koffer zu holen und wollte dann zu Fuß dieses Apartment finden, das anscheinend gar nicht so weit vom Hauptbahnhof entfernt sein soll. Naja, dann bin ich erstmal hin und her, 3 Meter, und war schon völlig geschafft, weil mein Koffer so extrem schwer ist, dass es für mich unmöglich ist, 15 oder auch nur 10 Minuten mit diesem Koffer durch die Stadt zu wuseln und nicht zu wissen, wo ich hin muss. Also habe ich mir jetzt ein Taxi genommen und bin hierher gefahren und Gott sei Dank hat alles ganz schnell geklappt. Exactly. Und dann werde ich jetzt einfach mein Zeug auspacken und ein bisschen ankommen und dann muss ich auch direkt, ich kann gar nicht ankommen, ich muss direkt einkaufen gehen, weil ich ja nichts zu essen habe. Es ist das erste Mal seit Tagen, dass ich was selber koche und nicht irgendwas in mich reinstopfe. Ich hatte jetzt 2 Tage in Folge einfach McDonald's. Ich wollte es gerade nicht sagen, weil es einfach peinlich ist, aber um die Uhrzeit hatte halt nichts anderes mehr offen, wenn ich abends von der Probe gekommen bin, um 22 Uhr, 23 Uhr, ja, da ist halt nichts mehr auf. Die Anleitung besagt, bitte entfernen Sie die Kissenauflage. Ach so, zum Runtermachen. Ach, und hoch kann ich es einfach so zurückschieben? Oh, das ist ja crazy. Da ist oben sogar noch ein Regal. Okay, crazy shit. Bam. So, ich habe jetzt alles ein- und ausgeräumt. Hier sieht es jetzt ein bisschen ordentlicher aus und ich mache mich jetzt direkt auf den Weg, was zu essen zu kaufen, damit ich dann vollständig bin und einfach mal runterkommen kann, kurz hier. Und dann bin ich erstmal im lokalen Edeka einkaufen gegangen und habe alles gekauft, was mein Hangry Herz wollte. Zum Beispiel auch diesen Pflaume-Zimt-Tee, der mir von Nini Schnini hier auf YouTube empfohlen wurde und tatsächlich alle meine Winterträume erfüllt. Und dabei hatte ich meine schicken neuen Einkaufsnetze. Die wurden mir nämlich von netzprofi.de zum Testen zur Verfügung gestellt und kommen mir auf meiner kleinen Businessreise hier nach Essen echt zugute. Die Einkaufsnetze von Netzprofi sind nicht nur wesentlich stabiler als herkömmliche Netze, das habe ich zum Beispiel sofort daran gemerkt, dass die Griffe einfach viel breiter sind als die der Netze, die ich zu Hause habe, sondern, und da beende ich endlich meinen Satz wieder, sie sind auch zu 100% aus Biobaumwolle gefertigt und hier in Deutschland fair und nachhaltig produziert. Netzprofi legt wirklich großen Wert darauf, möglichst umweltschonend zu produzieren und wirklich auch Produkte zu verkaufen, die langlebig und qualitativ hochwertig sind. Das könnt ihr auch ganz einfach auf der Website von Netzprofi nachlesen. Da findet ihr auch noch eine Reihe anderer toller Produkte, die Netzprofi anbietet, wie zum Beispiel verschiedene Sportnetze, Schutznetze, zum Beispiel auch für Katzen auf eurem Balkon oder im Garten. Fun Fact, die Sportnetze von Netzprofi sind so qualitativ hochwertig, dass sie sogar 2019 bei der Handball
3WM Einsatz gefunden haben. Ich habe die Netze aber nicht nur zum Einkaufen verwendet, sondern auch vorher schon zum Kofferpacken. Und zwar habe ich da einfach meine Unterwäsche, Socken, kleine Sachen, die ich nicht einfach so im Koffer rumfliegen lassen wollte, in dieses Netz reingepackt. Und es ist einfach super praktisch und macht alles ein bisschen organisierter. Auch vor allem, wenn man auf Reisen ist und einfach vielleicht seine Dreckwäsche von seiner sauberen Wäsche irgendwie unterscheiden möchte. Für mich sind die Netze hier auf jeden Fall in Essen gerade ein Lifesaver, wenn ich einkaufen gehen möchte. Ich habe die immer dabei, sie sind jetzt hier bei mir und ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. Dankeschön an Netzprofi für Sponsoring dieses Videos. Und falls ihr jetzt unbedingt ein Einkaufsnetz braucht oder vielleicht auch ein Handballnetz, weil ihr so gerne Handball spielt, dann checkt auf jeden Fall die Links in meiner Videobeschreibung aus und holt euch ein Einkaufsnetz. Ich bin gerade so kaputt. Ich habe meine Tage. Mein Bauch tut weh und ich habe Hunger. Ich muss mir jetzt ganz schnell was zu essen machen, weil sonst gibt es hier gleich Hangry-Anfälle. Meine erste Woche dann auch langsam zu Ende gegangen. Jetzt kam nur noch das Wochenende, an dem ich ehrlich gesagt einfach nur in meiner kleinen Wohnung gesessen habe und geschnitten, weil ich da keine Zeit hatte, unter der Woche das zu machen. Und deswegen gibt es jetzt erstmal weiter nichts zu erzählen. Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Checkt auf jeden Fall netzprofi.de aus und holt euch ein paar Einkaufsnetze. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche Montag zu einem weiteren Video. Hoffentlich wieder, wenn ich Zeit dafür habe, denn es ist echt stressig. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf euch und wünsche euch noch eine schöne Woche. Ciao, ciao.